Salve! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und ich freue mich sehr darüber, dass ihr mir eure Zeit schenkt. Ich habe heute zum Jahresende noch zwei Videos für euch. Also heute seht ihr die Neuzugänge und morgen lade ich noch meinen Lesemonat hoch, damit auch alles, was das Jahr 2019 angeht, im Jahr 2019 bleibt. Weil ja, jeder hat so einen kleinen Monk in sich und ich mag es dann halt gerne abgeschlossen. Und ja, deswegen seht ihr heute Neuzugänge und es sind tatsächlich 18 Bücher, die ich mit euch bespreche. Aber einige davon habt ihr schon gesehen und da werde ich mich kurz fassen und werde dementsprechend die Videos, wo ich schon drüber gesprochen habe, auch verlinken. Wir legen los, sonst rennt die Zeit davon. Als allererstes möchte ich die Gunst des ersten Buches nutzen und Werbung machen, und zwar für Hannah Hagen und ihr Buch Maskenjagd. Wenn ich mich nicht irre, ist das sogar ihr erstes Buch. Sie ist Self-Publisherin und wir haben uns über Instagram kennengelernt. Und sie hat mittlerweile schon, ich glaube, 4 oder 5 Thriller veröffentlicht. Ich habe bei einem Gewinnspiel mitgemacht und habe dieses Buch gewonnen, worüber ich mich sehr freue. 5 Freunde, ein grauenvolles Geheimnis. Sie dachten, was vor 17 Jahren geschah, wäre längst vergessen. Doch dann taucht ein Maskierter auf, der sie ihre Schuld spüren lässt. Und sie stoßen auf mehr als ein Geheimnis, das zwischen ihnen steht. Eine Jagd auf Leben und Tod beginnt. Mehr weiß man nicht. Ich weiß nicht, wo es spielt, ich weiß nicht, wann es spielt, aber es klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und Hannah Hagen selber ist sehr sympathisch und ich kann mir nur vorstellen, dass das Buch dann auch dementsprechend gut wird. Und deswegen ist das bei mir eingezogen und steht jetzt mit in meinem Subregal. Und wenn ihr gerne Thriller lest, ich verlinke euch von Hannah Hagen das Instagram-Profil und natürlich auch das Buch. Und da könnt ihr mal reinschauen und könnt euch selber mal davon überzeugen. Und ja, freue mich, dass es da ist. Vielen Dank. Und auch das zweite Buch habe ich bei einem Gewinnspiel auf Instagram gewonnen. Und zwar bei Laura Buchling Report. Sie hat noch nicht allzu viele Abonnenten, aber ich finde ihren Account sehr, sehr sympathisch und verlinke euch auch den unten. Und das Buch, was ich gewonnen habe, ist dieses hier. Josh Weil, Das gläserne Meer aus dem Dumont Verlag. Das Buch kam schon vor ein paar Jahren raus. Und ich weiß nicht, ob ich jemals ein schöneres Cover gesehen habe. Ich finde es wirklich richtig, richtig schön. Es ist allein deswegen schon ein Schmuckstück im Bücherregal. Und Josh Weil, der sieht gar nicht schlecht aus. Ja, der hat das Buch über zwei Brüder geschrieben, und zwar die Zwillinge Jarik und Dima. Und ja, was mir beim Klappentext hier ganz klar hervorstach, war, dass es die Atmosphäre oder den Geist russischer Märchen atmet. Und bei dem Cover und dieser Ansage bin ich wirklich sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Es geht eben um diese Zwillinge, die irgendwie etwas zu trennen bedroht. Ich weiß nicht genau was, aber es ist irgendwie eine Herausforderung für die zwei und die beiden sind aber durch ein unsichtbares Band, das Band der Zwillinge oder sowas, verbunden. Ich habe in die ersten paar Seiten schon mal reingelesen und was mir als erstes auffiel, ist natürlich der sehr extravagante Schreibstil. Er ist irgendwie eine Mischung aus märchenhaft, aus blumig ein ganz klein bisschen und aus natürlich sehr bildhaft. Es hat wirklich eine ganz tolle Atmosphäre, allerdings muss man sich auch bei dem Text dann sehr konzentrieren, damit man eben das alles auch mitnehmen kann, was der Autor hier schreibt. Und ja, ich freue mich sehr drauf, ich bin gespannt und ja, hoffe, dass es meine Erwartungen erfüllt. Das ist ja immer so ein bisschen ein Problem mit Erwartungshaltung, aber ja, wir werden sehen, ich werde euch davon berichten. Ich bin neulich durchs Thalia gelaufen und vielleicht kennt ihr das auch, wenn man so ein Wunschlistenbuch hat, wo man nicht so genau weiß, würde mir das gefallen oder eben nicht. Und eigentlich hält der Preis einen davon ab, das Buch zu kaufen. Und dann laufe ich eben durch Thalia und die haben ja auch öfter mal Angebote. Und ein Mängelexemplar, was eben genauso ein Buch ist, kam mir entgegen. Es ist von Paul Auster 4321. Es hat 7,99 € gekostet und an dem Buch ist nichts dran, außer ein Mängelexemplarstempel. Und deswegen musste ich es mitnehmen. Hier habe ich auch schon mal reingelesen. Grundsätzlich geht es um Archibald Ferguson, der 4-mal ein Leben erlebt, immer unter der Prämisse, was wäre geschehen, wenn. Jeder dieser 4 Geschichten liegt also ein anderer Grundgedanke darunter, ein anderes Ereignis am Anfang, nehme ich mal an. Und es spielt am Anfang auf jeden Fall Anfang des 20. Jahrhunderts. Archibald Ferguson hat mit einem Schiff nach Amerika übergesetzt und will wahrscheinlich auswandern. Ich kann nur sagen, dass mir der anfängliche Schreibstil sehr gut gefallen hat, dass ich gleich Lust hatte weiterzulesen, aber gerade eben mit anderen Büchern beschäftigt war und dann nicht gleich ein drittes noch anfangen wollte. Und dass ich mich sehr auf diese Geschichte freue. Ich stelle es mir ein bisschen so vor wie The Butterfly Effect. Es ist so ein Film, vielleicht könnt ihr euch an den auch erinnern. Dort ist es eben auch so, dass
sozusagen man in der Zeit zurückspringt und eben eine andere Entscheidung getroffen wurde oder eine andere Situation kam und dann sah die Zukunft dann dementsprechend ganz anders aus. So in dem Stil stelle ich es mir vor. Ich weiß es aber nicht, deswegen muss ich es erst lesen, um wirklich davon zu berichten, was für ein Buch es ist. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ich dieses Schnäppchen machen konnte und ich liebe auch diese Farbkombi. Es ist so ein Beige, Rot, Schwarz. Finde ich super und passt zu mir, wie man sieht. You get alone at times that it just makes sense. So steht es hier drauf. Ich habe einen Kanal auf YouTube entdeckt, den ich euch natürlich auch unten verlinke. Und wenn ihr Gedichte mögt oder Poetry im Allgemeinen, wenn ihr ein bisschen auch auf englische Gedichte steht und wenn ihr vielleicht auch Charles Bukowski kennt, dann empfehle ich euch den Kanal. Ich glaube, man nennt ihn Ilneas und er hat die Stimme von Batlam, das ist der Nachname, Vorname, weiß ich nicht, hat er genommen, der Gedichte von Bukowski und zum Beispiel auch Edgar Allan Poe vorliest, unterspielt das mit Musik und füttert das mit eigenem Videomaterial. Und was dabei herauskommt, ist ein ganz toll stimmungsvolles kleines Gedicht innerhalb von einfach kurzen Videos von 5 Minuten. Und so bin ich auf die Gedichte von Charles Bukowski gekommen und habe dann die Leseprobe von seiner Sammlung, seiner englischen, gelesen und mir war dann klar, dass ich es haben möchte. Charles Bukowski ist ein sehr, sehr interessanter Autor. Er ist leider schon verstorben und Charles Bukowski, ich glaube, man nennt es einen Underground-Autor. Also er schreibt nicht irgendwelche fantastischen Geschichten, sondern eher bodenständige Sachen, in denen es auch eben viel um Gewalt und Drogen und sowas gibt. Allein aus dem Grund, weil er aus dieser Szene kommt und eigentlich auch nie wirklich da rausgegangen ist. Und irgendwann hat er das Schreiben für sich entdeckt, in den 40ern, als er in den 40ern war, und hat von da an nur noch geschrieben und war einfach aufgrund seiner Authentizität und seiner Unverblümtheit wahnsinnig erfolgreich. Eine sehr tragische Figur, weil er eben all seine Inspiration aus seiner schrecklichen Kindheit im Grunde gezogen hat. Und genau diese Melancholie schwingt eben auch in seinen Gedichten und in seinen Werken mit. Alles in allem wahnsinnig interessant. Ich habe noch nie ein Buch von ihm gelesen, aber ich habe mir jetzt schon 1-2 Dokumentationen angeguckt und natürlich habe ich jetzt diesen Gedichteband und über den freue ich mich sehr. Und wenn ihr ein bisschen wissen wollt, welche Gedichte da auf euch zukommen, schaut in den Kanal, den ich euch unten verlinkt habe. Dort findet ihr allerhand Gedichte von ihm und mir gefallen sie wahnsinnig gut. Dann habe ich eine Leseprobe gelesen von einem Buch, von dem mir eigentlich schon klar war, dass ich es haben will, und zwar Pierre Lemaitre oder so, Französisch und ich, ihr kennt das ja, 3 Tage und ein Leben. Das ist ein sehr kurzes Buch, ich habe das spontan gekauft und es geht um einen jungen Mann, der durch einen Unfall in seiner Kindheit ein anderes Kind tötet und diese Reue, die er dafür spürt, verfolgt ihn sein ganzes Leben. Mehr kann ich dazu nicht sagen, mehr weiß ich nicht und auch der Klappentext gibt nicht viel her, der ist nämlich einfach nur so ein paar Zitate aus anderen Zeitungen. Ich habe das Buch bei anderen Buchbloggern schon öfter gesehen und es war eigentlich immer hochgelobt. Ich nehme an, es ist eine sehr melancholische Lektüre und die Leseprobe konnte mich auf jeden Fall überzeugen. Sprachlich ist es genau mein Geschmack und deswegen ist es bei mir eingezogen und ich hoffe, ich kann euch schon bald berichten, wie sehr mir das Buch zusetzte. So, jetzt kommen wir also zu Büchern, die ihr bei mir irgendwie irgendwo schon mal gesehen habt und ich will es kurz anreißen und alles, was ich euch sage, verlinke ich hier oben in der Infobox bei dem i, da müsst ihr einfach draufklicken, auch wenn ihr das Video vom Handy aus guckt, das ist alles möglich, dort seht ihr alle Videos, die ich erwähne und ja, jetzt kommen also ein paar Bücher im Schnelldurchlauf. Das erste ist von Thomas Blum, einem deutschen Autor, wofür wir uns schämen. Und zwar aus dem Lies mich Verlag. Der Lies mich Verlag hatte mich gefragt, ob ich das lesen möchte, habe ich gemacht. Habe ich bereits in einem Lesemonat besprochen. Und zwar ist das der Lesemonat November, wie gesagt, jetzt hier. Und dort könnt ihr eben genauer erfahren, worum es geht. Grundsätzlich stellt das Buch die Frage, was ist eigentlich mit der rothaarigen Kollegin des Protagonisten, woher kennt er sie und was ist das für eine und warum ist das so ein Mysterium für den Protagonisten? Aber der Plot ist eher nebensächlich, hier geht es um Sprache, literarisches Schreiben und ich will nicht sagen, die Sprache trägt, sondern eher die Sprache schießt und was ich damit meine, könnt ihr eben in dem benannten Lesemonat sehen. Dann ein Buch, das habe ich euch in meinem letzten Video, dem Currently Reading, gezeigt, genauso wie die folgenden. William Boyd, die Fotografin, habe ich aus einem Bücherschrank, aus einer Büchertelefonzelle mitten im Schottland, mitten auf einem Dorf in so einer geilen roten Telefonzelle gefunden und muss ich natürlich mitnehmen, weil es auch eben auf Deutsch ist. Das ist eher ungewöhnlich. William Boyd habe ich noch nie was gelesen, aber es geht um Amory Clay, die Fotografin ist und Reisende ist und eben irgendwie ein Porträt dieser
Zeit spielt, auch Anfang des 20. Jahrhunderts darlegt, nehme ich mal an. Und ich freue mich auf jeden Fall, bald dieses Buch zu lesen, weil es für mich natürlich auch so einen ideellen Wert noch hat, weil ich es natürlich in Schottland gefunden habe. Dann habe ich noch einen Thriller für euch von Jørn Lier Horst, Wisting. Der spielt im kalten Norwegen und es geht um einen Fall, der seit 24 Jahren nicht gelöst werden kann. Und Kommissar Wisting findet endlich eine neue Spur. Auch das habe ich in dem oben bereits verlinkten Video besprochen. Könnt ihr gerne reinklicken. Es hat mir der Piper Verlag zugeschickt. Ich sollte das mal lesen. Und ich nehme an, es ist so ähnlich wie Dunkelsommer. Das ist ein Buch, was ich auch letztes Jahr gelesen habe, auf Instagram besprochen habe. Vielleicht kennt ihr es ja. Und ich bin jetzt nicht so der Thriller-Experte, aber trotzdem hin und wieder lese ich mal gerne einen. Und Norwegen ist ein Land, was mich durchaus sehr interessiert und was ich deswegen wahrscheinlich bald lesen werde. Noch ein Buch, was bei mir eingezogen ist, Stefanie Stahl, Das Kind in dir muss Heimat finden. Ich habe das erste Kapitel schon mal durchgelesen und bin ein bisschen zwiegespalten im Moment, ob ich das weiterlesen möchte. Auch das Buch habe ich bereits im letzten Video besprochen und es geht um Selbstheilung, wenn man eine schlechte, dramatische, traumatische Kindheit hat. Was mir ein bisschen aufstößt, ist, dass sie vielleicht nicht so ganz gut nuanciert, so kommt es mir bis jetzt vor, aber ich möchte das Buch auf jeden Fall weiterlesen, weil es vielleicht mir auch zu dem Buch, was ich gerade schreibe, hilft und nochmal so ein paar Sachen aufdeckt. Aber davon ausgehen kann ich eigentlich nicht, ich weiß es nicht, ich muss es erstmal lesen, vielleicht lese ich es auch nicht bis zum Ende durch, vielleicht ist es was ganz anderes, als ich erwarte, aber wie gesagt, ist auch in dem Video besprochen, könnt ihr reingucken. Ja, das ist auch bei mir eingezogen. Zwei Bücher. Das eine habe ich ins Auge gefasst, weil eine liebe Abonnentin von mir schrieb, es wäre ähnlich wie Befreit. Jeanette Walls Schloss aus Glas ist ein Buch über ein Kind, das mit seinen Eltern in seiner Kindheit ständig umgezogen ist, mehr oder weniger wie so Trailerpark-Nomaden. Ich habe es schon angelesen. Ich bin nicht mehr so begeistert vom Schreibstil, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß nicht, ob ich es noch weiterlesen will und werde. Aber auf jeden Fall fand ich die Thematik sehr interessant und damals auch die Leseprobe. Und deswegen habe ich es gekauft. Aber ich merke, dass halt keine Steigerung beim Schreibstil kommt und dass der ungefähr alle literarischen Regeln bricht, die man brechen kann. Es ist nur Telling, also sie erzählt nur und sie zeigt dem Leser nicht, was passiert ist. Sie hat so eine Masche und zwar tut sie als Kind aus der Kinderperspektive so, als würde sie das, was ihre Eltern so tun, als würde ihr das Spaß machen und als würde sie das befürworten. Dem Leser aber zeigt sie gleichzeitig durch die Dinge, die die Eltern sagen, die die Eltern tun und dadurch, wie die Umwelt auf die Familie reagiert, signalisiert sie dem Leser ganz klar, dass irgendetwas hier ganz gewaltig nicht stimmt. Und ich muss sagen, dass ich diese Eltern durch ihr absolut unverantwortliches Verhalten in jeder Hinsicht einfach nur saumäßig bescheuert finde. Und ich werde fast schon ein bisschen wütend, wenn ich es lese. Und ich mag halt nicht, dass sie als Kind diese nie in Frage stellt und immer unbeteiligt bleibt, weil ich weiß nicht, ich will nicht zu weit ausholen, aber ich finde es ein bisschen unglaubwürdig. Ja, mal gucken. Ich werde es vielleicht noch weiterlesen. Wenn nicht, bespreche ich es mit euch vielleicht auch in dem Video, was jetzt bald kommen wird, abgebrochene Bücher für 2019. Mal schauen. Aber das ist auf jeden Fall gerade der Stand der Dinge. Das ist auch bei mir eingezogen. Sie hat noch ein zweites Buch geschrieben. Das ist Ein ungezähmtes Leben. Da erzählt sie von ihrer Oma. Und ihre Oma ist eine ganz andere Person als ihre Elternteile. Ich glaube, es ist die Mutter ihrer Mutter und die bewirtschaftet eine Ranch irgendwo im Süden von Amerika und ist ziemlich tough und ganz anders als ihre Eltern. Und ich glaube, sie war dann wahrscheinlich für sie ein Beispiel, doch ein anderes Leben einzuschlagen als ihre Eltern. Und deswegen habe ich mir das gleich mitgekauft. Was den Schreibstil angeht, muss ich dann halt mal gucken, ne? Aber die sind auf jeden Fall beide bei mir eingezogen. Dann zwei Bücher aus einer Reihe, die ich schon, ich glaube, das ganze Jahr 2019 verfolge und die ich nach wie vor sehr, sehr liebe. Und ja, das Buch hier, Warriors of the Storm von Bernard Cornwell, ja, habe ich im vergangenen Monat, also im Dezember jetzt gelesen. Und das Video, wenn ihr gerade ganz aktuell schaut, kommt ja erst morgen online. Trotzdem würde ich es euch dann hier oben in der Infobox verlinken, sobald es online kommt. Und ja, vielleicht habt ihr das Glück und schaut das Video ein bisschen zeitversetzt, dann könnt ihr euch den Lesemonat, in dem ich dieses Buch
bespreche, auf jeden Fall jetzt angucken. Und der nächste Teil, Teil 10 der Uhtred-Saga, der Sex and Tales oder der The Last Kingdom-Serie, wie auch immer, The Flame Bearer. Und ich habe dann tatsächlich, wenn ich das Buch dann auch gelesen habe, nur noch zwei Teile. Die fünfte Staffel, ist die fünfte oder die vierte? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall die nächste Staffel der Serie lässt, glaube ich, noch ein bisschen auf sich warten. Es ist noch nicht so ganz klar, wann die rauskommt. Und ich werde dann definitiv auf dem Trockenen sitzen. Und ich kann euch nur sagen, ich habe den Uhtred, ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Monate keine Bücher von ihm gelesen, sehr, sehr vermisst. Und ja, mehr dazu im Lesemonat. Aber das sind auf jeden Fall auch 2 Neuzugänge. Dann, um euch noch ein bisschen mit Sachen voll zu quatschen, die ich sehr liebe. Ich habe es jetzt absichtlich mal in die Mitte des Videos genommen, weil ich glaube, das war Thema in den letzten beiden Videos, aber der Vollständigkeit halber muss ich es nochmal hochhalten. Andrzej Sapkowski, Das Erbe der Elfen, Teil 1 der Hauptreihe von The Witcher, der Hexerreihe, Die Zeit der Verachtung, Teil 2 der Hauptreihe und Feuertaufe lese ich gerade Teil 3 der Reihe und man kann jetzt ansatzweise schon so ein bisschen sehen, dass die Buchrücken ein Bild ergeben werden. Und ich habe mittlerweile auch die Serie geguckt, war so hin und her gerissen, will ich mal sagen, vorsichtig. Es gab zwischenzeitlich Momente, da habe ich mich wirklich sehr aufgeregt und konnte es nicht fassen, wie schlecht teilweise die Dialoge und die Special Effects und das Storytelling war, aber es gab auch Folgen, die fand ich sehr gut, wie zum Beispiel das Finale, also die Folge 8 fand ich sehr gut, Folge 3 fand ich sehr gut, Folge 6 dagegen, da ging es um so eine Sache mit dem Drachen, die fand ich zum Beispiel ganz schrecklich und nun ja, es gibt noch Luft nach oben, aber tendenziell bleibe ich auf jeden Fall an der Reihe dran und die Bücher liebe ich sowieso, finde ich auch, muss man nicht unbedingt mit der Serie vergleichen, weil die einfach viel, viel tiefer gehen und viel unterhaltsamer und einfach auch anders aufgemacht sind. Also in der Serie ist es so, dass 3 Charaktere von Anfang an ihren eigenen Handlungsstrang bekommen. Diese erste Staffel sich auch an die Kurzgeschichten, die sollte man, wenn ihr die Netflix-Serie sehen wollt, zuerst lesen und die würde ich auch vor der Hauptgeschichte, vor der Hauptreihe lesen, weil einfach viel mehr Infos darin sind. Und diese ganze Witcher-Reihe ist von der lieben Isa nochmal in einem extra Video besprochen worden. Und auch das verlinke ich euch hier oben bei dem i. Könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr euch da genauer informieren wollt. Ich kann euch nur sagen, ich liebe die Reihe und bin da nicht mehr objektiv. Ich finde sie toll, ich lese sie auf jeden Fall zu Ende. Und auch wenn es manchmal ein bisschen sehr politisch hergeht, auch wenn es manchmal so ist, dass ich durcheinander bin, wer da jetzt mit wem spricht und wie wichtig der war und wer das nochmal war. Es gibt dazu auch ein Wikipedia, da lese ich nochmal Zusammenfassungen von Kapiteln, wer darin vorkam und wer das nochmal genau war. Also es ist so ein bisschen, geht schon wieder los wie bei Game of Thrones bei mir, aber ich habe mir versprochen, dass ich mich nicht mehr zu sehr reinsteigere. Ach ja, es fällt mir aber wirklich sehr schwer und ja, es sind jetzt 2 Feiertage, wenn ich das Buch fertig habe, habe ich ein Problem. Dann muss ich mir wahrscheinlich erstmal das E-Book runterladen und dann in den Laden rennen und mir das nächste kaufen. Keine Ahnung, das ist auf jeden Fall der Stand der Dinge. Dann gab es noch 2 Leseproben im Dezember, die ich gelesen habe. Ich mache es heute nicht so spannend, ihr merkt es schon, aber gegen die ich mich entschieden habe. Das eine ist einmal ein Buch mit 417 Seiten von Tanja Langer, Meine kleine Großmutter und Mr. Thursday oder Die Erfindung der Erinnerung. Klang irgendwie ganz interessant, der Verlag hat mich angeschrieben und ich habe dann die Leseprobe gelesen und mich aber dagegen entschieden. Ich habe meine Großmutter gekannt, aber ich wusste nicht, dass sie es war. Linda, Übersetzerin aus dem Persischen, lässt sich gern von ihren Träumen lenken und so findet sie sich eines Tages in Lüneburg wieder. Dort lebte ihre kaum gekannte Großmutter Ida, unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg, geflohen aus Oberschlesien, verwitwet und mit 5 Kindern. Knapp 1,5 Meter groß arbeitete sie für den Direktor des englischen Kinos. Dieser Halbsatz entzündet Lindas Fantasie und schon ist sie mitten in der Zeit der britischen Besatzung 45 bis 49. Ja, es geht noch ein bisschen weiter mit dem Klappentext, der ist sehr lang, aber ihr könnt es euch natürlich auch selber durchlesen. Vorlesen ist jetzt auch nicht so wertvoll eigentlich, aber ich will euch kurz sagen, warum ich mich dagegen entschieden habe, und zwar es war der Schreibstil. Die Geschichte an sich, Setting, Persisch und 2. Weltkrieg, hatte ich in dem Moment einfach auch überhaupt keine Lust zu, aber der Schreibstil, daran ist es letztendlich gescheitert, weil der mir ein bisschen zu Rosamunde Pilcher-artig war. Also es war einfach so eine Frauenlektüre, was für nebenbei, die man eben so, weiß ich nicht, nebenbei lesen kann. Und ich kann mir vorstellen, wenn es dann doch eine ernste Thematik ist, dass das mit dieser seichten Art und Weise für mich nicht zusammenpasst. Deswegen habe ich mich gegen das Buch entschieden, aber vielleicht interessiert es einen von euch. Ich würde mal jetzt so ganz grob in die Richtung Lucinda Riley zeigen.
Wer vielleicht sowas mag, der kann sich da auch mal die Leseprobe von diesem Buch durchlesen. Und ja, also für mich war es nichts, aber vielleicht für einen von euch. Das zweite Buch, die zweite Leseprobe, die ich gelesen habe, ist von John Burnside über Liebe und Magie. Ich bin auf das Buch gekommen durch den Deutschlandfunk, den Radiosender. Und zwar haben die auf ihrer Internetseite immer ihre Buchbesprechungen, die sie eben auch im Radio ausstrahlen. Da kommt jeden Tag eine, ich glaube morgens irgendwie, und die setzen sie eben auf diese Internetseite. Und da kann man sich jeden Tag die Buchbesprechungen, die eben nur ganz kurz gehen, anhören. Und die Buchbesprechung über dieses Buch war eben außergewöhnlich gut. Die Rezensentin war völlig von den Socken, wahrscheinlich eine sehr belesene Frau, und fand es einfach ganz toll, was John Burnside hier hingezaubert hat. Es geht in dem Buch um einen Mann und seine Entwicklung. Und grob gesagt spielt Freundschaft, Drogen und Liebe eine Rolle. Und ich habe das Buch dann angelesen und habe gemerkt, dass er sehr wohl sehr gut schreiben kann, zumindest von den Dingen, die er aufgreift, von den Gedanken her, aber dass mir seine Sätze viel zu kompliziert sind, lang und verschachtelt, Bandwurmsätze, vielleicht so, ich zeige mal in Richtung Thomas Mann, und das war mir einfach viel zu schwierig und viel zu kompliziert, und deswegen habe ich es beiseite gelegt. Ich denke aber, wer so richtig so Bock hat auf so einen literarischen Klopper, der kann sich das gerne mal angucken. Thematisch erinnert es mich jetzt spontan an den Distelfing von Donat Hart. Vielleicht ist da eine ähnliche Stimmung, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, das Buch wollte ich noch erwähnt haben, weil ich denke, es gibt schon viele Interessenten dafür, aber eben für mich war es in dem Moment nichts. Ja, meine Lieben, wir sind schon wieder am Ende des Videos und ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr so lange dran geblieben seid und ja, meinem Büchergeblubber gefolgt seid. Ich freue mich darüber und ja, morgen kommt noch mein Lesemonat für den Dezember 2019 online und das war's dann auch. Es ist ja auch der letzte Tag des Jahres dann und ja, ich freue mich, dass wir das zusammen abschließen konnten und freue mich, wenn ihr morgen auch wieder dabei seid und wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Bye, bye.